Hallo und willkommen zurück zu Shapes.io. Momentan befinden wir uns im Level 18 und produzieren schon fleißig unsere Teufelchen, meinethalben auch Roboter. Das dauert noch so eine Zeit, bis das alles durchgelaufen ist und währenddessen kümmern wir uns um die Verbesserung unserer Fließbänder. Dieses Element haben wir uns hier unten links schon angepinnt. Es besteht aus einem weißen Stern und, ich sage jetzt mal abgekürzt, einem lila Objekt. Und jetzt schauen wir mal, wo wir das finden können. Also zuerst brauchen wir einen Stern. Stern haben wir hier. Und hier haben wir schon das Objekt markiert. Wir gehen mal rein und schauen uns das an. Genau, ein Quadrat rechts unten, ein Viertelkreis rechts oben und links unten. Und den Viertelkreis links oben müssen wir entfernen. Okay, soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie wir das leisten können. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schneider. Bauen uns hier mal eine Linie auf. Moment. Also hier, hier, hier und da. Jetzt bauen wir die Schneider. Ja, so wird es jetzt nichts, aber naja. So. Jetzt kommen die Verteiler. Jetzt verbinden wir die Extrahiere über die Verteiler mit unseren Schneidern. So, das schaut auch gut aus. Haben wir 2, 4, 6, 8 Stück. Ja, lassen wir das jetzt erstmal. Schauen uns jetzt an, was rauskommt. Das heißt, den oberen Output, den können wir übernehmen. Und den unteren Output müssen wir einmal drehen und nochmal schneiden. Das wiederum heißt, ja, wir drehen erstmal. Also wir drehen. Wie rum ist eigentlich egal. So. Und müssen das nochmal schneiden. Ha, was bedeutet das? Dann hätte ich die Objekte tatsächlich erstmal rausgeführt. Das ist unser Bus in die Freiheit. Und das ist der Zugang zur Freiheit. Hier fehlt noch einer. So, und ran. Das führen wir raus. Das bedeutet, dass wir den Rest, Verzeihung, tunneln können. Irgendwie sieht das nicht gut aus. Moment. Mache ich jetzt hier irgendwas falsch? Moment. So, jetzt ab. Und führen diese Elemente, hier unten haben wir noch einen, den tunneln wir trotzdem mal durch, auch wenn wir es hier nicht brauchen. Und führen diese Elemente gleich wieder in die Schneider. Und drehen zurück. Und den Rest werfen wir weg. So, jetzt kommt wieder, machen wir es mal so, C,
Und ran. Unser Bus. Wir führen das Element jetzt nach draußen und müssen jetzt die beiden Elemente wieder zusammenführen. Dazu nehmen wir uns eine Staplerlinie. Wo haben wir hier eine? Hier haben wir eine. Nehmen die. Kopieren die uns. Gehen wieder rüber. Und fügen die jetzt hier ein. Können wir das jetzt so bauen? Ja, wir machen es noch ein bisschen hoch, da haben wir noch ein bisschen Platz. Das binden wir hier an und das andere Element binden wir oben an. Wir stapeln ja nicht, sondern wir verschmelzen, darum ist der Eingang egal. Und hier kommt tatsächlich unser Objekt raus, was wir jetzt nur noch lila färben müssen. Wunderbar. Unseren Stern haben wir hier. Das heißt, wir brauchen lila und weiß. So, lila und weiß. Das heißt, hier oben bekommen wir schon weiß raus. Wir könnten uns hier quasi etwas wegholen. Das würde ich jetzt auch tatsächlich... Würde ich das tun wollen? Nein, ich würde es nicht tun wollen. Ich würde mir eine neue Linie aufbauen. Überlegen wir mal hier. Hier haben wir zwei Farben, hier haben wir die dritte Farbe. Das heißt, wir können hier senkrecht die Linien aufbauen. Was bedeutet das? Wir nehmen uns diese Mischerlinien. Kopieren Sie uns. Und bauen Sie, beziehungsweise wir können es ja gleich mal hier hinbauen. Das wäre quasi jetzt die Nummer 1. Dann drehen wir das Ganze und bauen dasselbe. Ja, das sind Stapler, verdammt. Ja. Das haben wir jetzt falsch gemacht. Hauen wir die noch weg. Wir brauchen keine Stapler. Verdammt, wir brauchen Färber. Wir brauchen die hier. Kopieren wir nochmal. Und hauen die nach unten. Damit kriegen wir blau und rot. Dann drehen wir sie. Und positionieren sie hier. So, schauen wir mal, ob wir richtig gelegen haben. Dann nehmen wir uns zuerst blau vor. Übliches Vorgehen. Na, natürlich brauchen wir die Verteiler korrekt und binden das außen an. Dann holen wir uns rot hoch. Machen wir auch so. Verteiler. Und binden es an den zweiten Eingang an. Jawohl. Da kommt schon unser Lila raus. Da kommt unser Lila raus. Hervorragend. Das bedeutet, wir kopieren uns das nochmal, bauen uns die identische Linie gleich nebenan auf. So. Hier verbinden wir Lila mit diesem Eingang. Holen uns jetzt grün. Holen wir uns dieses grün oder holen wir uns dieses grün? Ah, ich stock mich mal hier an. So, da kommen wieder die Verteiler. Jetzt holen wir das grün mal ein bisschen rüber.
Führen es jetzt hier runter und verbinden es mit diesem Eingang. Was bedeutet, dass wir hier jetzt Weiß rausbekommen? Das ist gut so. Dann nehmen wir wieder unsere Extrahierer, unser Verteiler, verbinden diese Linie mit Rot, nehmen jetzt hier Blau ab, Verteiler, Fließbänder, haben wir noch einen Verteiler vergessen, und führen es hier rein und bekommen hier nochmal Lila. So, führen wir mal hier vorbei und hier hoch. Und haben jetzt hier unsere Farben. Das ist doch genau das, was wir wollen. So, jetzt schauen wir mal hier rüber. Hier haben wir das Element. Das würde ich jetzt tatsächlich jetzt anders machen. Das machen wir weg. Jetzt holen wir uns den kompakten Verteiler. Drehen ihn. Bauen ihn hier an, damit wir das Element auf die linke Seite bekommen. Verbinden wir. Holen uns einen Tunnel, holen uns einen großen Tunnel, machen das so durch. Werfen das hier rüber, holen uns jetzt eine Staplerlinie. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht so weit gehen, das waren doch hier Stapler. Jawohl. Nehmen wir uns gleich mal die ganze Linie vor, C. Und drehen uns das hier rein. Machen wir es mal auf dieselbe Höhe, damit es Spaß macht. So. Und werden dann hier dieses Objekt zusammenfügen. Wieso will ich immer mit meinen Staplern gehen? Nein, wir brauchen die verdammten Stapler nicht. Ah! Wir brauchen hier wiederum Färber. Wo haben wir hier Färber? Hier haben wir doch eine schöne Färberlinie. Mit Storage. So, jetzt sind wir wieder richtig. Ich und meine Stapler. Ist ja wie der Staplerfahrer Klaus. Machen das so. Dasselbe brauchen wir jetzt natürlich für Weiß. Ich möchte jetzt gleich diese zweite Linie nebenan bauen. Und genau so. Jetzt holen wir uns Lila hier rüber, docken es an, holen uns... Ui, na, aber gerade bitte schön das Element runter. Und docken es hier an. So, das werfen wir weg. Und hier kriegen wir es raus. Genauso wie wir wollen. Jetzt fördern wir den Stern. Erstmal gucken wir, ob wir etwas Näheres haben. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Haben wir hier oben vielleicht irgendwo was Sterniges? Hier hat man einen Stern. Ist der näher dran als der? Naja, nicht wirklich. Gut. Nehmen wir uns jetzt den. Das wird schon reichen. So, Fließband dran. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Das werfen wir jetzt einfach rüber, bis es nicht mehr geht. So, tunneln hier durch. So. Und werfen das hier runter. Machen wir hier wieder einen Tunnel. Holen uns hier die Farbe rüber. So. Und binden sie hier an. Wunderbar.
Hier kriegen wir den weißen Stern, hier kriegen wir das andere Objekt. Und yay, jetzt komme ich mit unserem Stapler. Jetzt brauchen wir diese Linie doch endlich. So, kopieren, endlich mal 2000 Kosten, die wir uns auch tatsächlich jetzt hier zu Recht genehmigen. Bauen diese Linie hier gleich daneben auf. Schauen uns mal an. Rechts auf links. Das heißt rechts. Oh nee, bitte nicht. Jetzt haben wir das falsch rum gemacht. Ach, heute ist es echt eine Staplerkatastrophe. Heute ist es eine Staplerkatastrophe. So, nochmal. So, jetzt gehen wir hier rein und drehen es jetzt richtig. Falsch. Richtig. Wie viel Platz lassen wir? Hier haben wir einen Platz, da lassen wir hier auch einen Platz. Und rein. So, rechts auf links. Das heißt, rechts muss weiß sein und links muss lila sein. Da kommen Sie, da kommen Sie, da kommen Sie. Wunderbar, das nehmen wir. Natürlich nicht in die falsche Richtung. Sah jetzt gerade etwas seltsam aus, aber die ganzen Bänder sind mittlerweile so schnell, dass ich diese Richtungsmarker gar nicht mehr erkennen kann. Tunneln hier durch. Reicht das bis hier hoch? Oh, wunderbar. Hier haben wir doch gleich ein Fließband, dem folgen wir. Da kommen unsere grünen Teufelchen bzw. Roboter. So. So. Wir müssen dieses Band unterqueren und wir müssen diese Bänder unterqueren. Wir bauen mal das neu auf. Und auch das neu auf. Nehmen die Bänder. Gehen hier rein. Gehen dann schön hier hoch. Machen das mal so. Gehen hier vorbei. Gehen hier hoch und hier lang. Das binden wir jetzt hier an, das binden wir hier an und wir fördern jetzt die ersten. Ja, das schaut auch gut aus. Hervorragend. Läuft. Gehen in unsere Upgrade-Liste. Stufe 6, Fließbänderverteiler und Tunnel. Läuft. Stufe 5, Extrahierer. Läuft. Stufe 5, Schneider, Rotierer, Stapler. Läuft zu 50%. Stufe 4, Mischer und Färber. Läuft noch nicht. Das holen wir uns mal rein. Aber vorher schauen wir uns mal die Stufe 5 an. Das heißt, unser Turbinenhaus und unser Mühlrad. Das läuft unbefriedigend. Das schauen wir uns mal an. Tatsächlich, die Bänder sind nicht voll. Unsere Staplerlinien kriegen nicht genügend Input. Warum nicht? Da haben wir das, die Ursache. Die Mühlenräder liefern wir zu langsam. Wir haben doch hier bestimmt Eingänge. 7, wir haben nur noch 14 pro Sekunde, obwohl wir 24 liefern können. Wieso? Es liegen genügend Mühlräder an, es liegt genügend Farbe an. Das bedeutet, diese Linien sind nicht leistungsfähig genug. Das heißt, wir brauchen weitere Färber. Ich wollte noch mal den Färber schauen. Der normale Färber
färbt ein Item pro Sekunde. Der doppelte Färber 1,5 die Sekunde. Das heißt, er ist schneller und verbraucht weniger Farbe. Was ist, wenn wir diese Linie ersetzen? Beziehungsweise ich würde sie eventuell tatsächlich nicht ersetzen, sondern eine Parallele erstmal aufbauen. Hier bauen wir eine Parallele hin. Da nehmen wir, wo haben wir hier die Färberlinie? Hier haben wir eine schöne Färberlinie. So, und bis runter. Das kopieren wir uns. Gehen jetzt rüber zu unserem Mühlrad. Wo haben wir es? Das haben wir hier. Und drehen das Ganze und bauen die Linie so hier jetzt mal daneben. Wir schauen mal an. Alles kommt von unten und wir führen das Mühlrad nach oben ab. Wunderbar. Das sieht aus, als ob die Bänder nach unten laufen. Tun sie aber nicht, sie laufen nach oben. Jetzt holen wir uns die Farbe, machen wir hier einfach neu. Nehmen wir den hier. Verbinden das hier. Und bauen das hier hin. Das werden wir gleich mal untertunneln. Dann greifen wir hier ein bisschen was ab und klopfen es hier rein. Dasselbe machen wir von dem Band. So. Tunneln es durch und hauen das ebenfalls auf das Band. Jetzt erhalten wir hier unsere Mühlenräder, die nehmen wir jetzt hier einfach hier rein und verteilen sie auf die Bänder. Schauen wir mal. Ich denke, das funktioniert erstmal. Gucken wir mal den Output hier oben an. Also meiner Meinung nach kriegen wir jetzt mehr Mühlenräder raus. Und damit werden wir hier mehr produzieren. Schauen wir uns mal das hier an. Die weißen Vollkreise schwächeln auch. Die eine Linie schwächelt. Die Farbe liegt überall an. Es liegt überall der Kreis an. Und das bedeutet, auch diese Linie ist zu schwach. Oh je, oh je, oh je. Das heißt, hier wie macht man das? Ich hätte jetzt genau diese Linie komplett ersetzt. Wir nehmen uns mal das hier. So. Und setzen wir die Linie hier parallel daneben. Und damit belassen wir es jetzt erstmal. Bauen hier noch unseren Tunnel, nehmen hier das erste Weiß, führen es hier, ja, der Tunnel war überflüssig, sehe ich gerade, und nehmen das so rein. Das heißt, Level 18 abgeschlossen. Du hast eine weitere Variante des Rotierers freigeschaltet. Mit ihm kannst du Formen um 100
180 Grad drehen. Überraschung, ey, die Entwickler haben echt ein bisschen Humor. Ja, mei. Gut, wunderbar. Etwas, was die Welt nicht braucht. Oh, noch eine Überraschung. Wir gehen mal schnell zum Hub. Das nächste Element ist das, was wir bereits produzieren. Wir haben, ach, wir sind doch gut, wir haben schon fast 5000 für den Level 20 vorproduziert. Und zwar unseren weißen Stern auf dem lila Objekt. Und der schaltet den kompakten Aufteiler frei. Einen kompakten Aufteiler. Das heißt, wir können ein Band kompakt splitten. Das ist meine Vermutung. Interessant, aber äußerst cool, äußerst cool. Da wehre ich mich überhaupt nicht dagegen. Okay, gut, das heißt, Stufe 6 läuft. Level 20 läuft. Stufe 5 Extrahierer läuft, da optimieren wir gerade. Stufe 5 Schneider, Rotierer, Stapler läuft zu 50%. Und das haben wir uns schon markiert. Okay, jetzt gehen wir mal zu dem Mühlrad zurück. Wir haben hier oben jetzt rumgedoktert und es noch nicht fertig gemacht. Das hier werden wir mal entfernen. Und sehen hier, wie das hier ganz gut läuft. Jetzt nehmen wir das Objekt, also diese Linie, die löschen wir komplett. Jawohl. Und setzen die genau daneben. Na? Ah. Jetzt müssen wir natürlich jetzt hier etwas jonglieren. Weiß kommt jetzt hier ran. Das Weiß kommt weg. Und das kommt weg. Und wir gehen hier ran. Da können wir jetzt den Tunnel auch mal wegmachen. Und hier ordentlich verbinden. So, jetzt gehen wir nach oben. Und müssen das natürlich jetzt hier ordentlich anbinden. Einmal so. Und einmal so. Das machen wir weg. Na. So, schön alles wegmachen. Und das binden wir jetzt hier an. Was benötigen wir jetzt noch? Wir sehen, hier läuft es wunderbar raus. Wir brauchen noch weitere von solchen Objekten. Einen Verteiler. Hier nehmen wir einen Tunnel. Machen das einmal so. Und einmal so. Und den Verteiler ran und den Verteiler ran. Und injizieren uns hier quasi nochmal diese Kreise, um die oberen Färber nochmal ordentlich zu bestücken. Und wir sehen, das läuft so gut, dass hier die Abfuhr unserer weißen Kreise stockt. Das heißt, das läuft. Schauen wir uns mal hier an. Läuft. Wir haben hier genügend blaue Mühlräder. Und wir sehen auch hier, das Band ist hier voll. Schauen wir mal hier runter. Naja, voll ist es nicht. Da fehlen uns diese Objekte. Und damit noch der weiße Kreis. Aber ich denke, dass diese Bänder ausgelastet sind. Mit 12 pro Minute sind die ausgelastet. Wir lassen das genau so, weil wir nicht in dieser Folge, aber in der nächsten Folge unsere Fließbänder nochmal einen Geschwindigkeitsschub vermitteln. Das heißt, der weiße Kreis wird schneller rangeliefert.
Wir lassen das jetzt genau so. So, schauen wir mal. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das lassen wir erstmal laufen und jetzt kümmern wir uns quasi um ein Mühlenrad in einem Mühlenrad. Mühlenrad, Mühlenrad, weißer Kreis. Weißer Kreis. Weißer Kreis hier. Wir werden hier, wir werden es nicht, wir machen es. C. Diese Linie gleich aufbauen. Müssen dann schauen, ob wir weiß, und das sieht gut aus. Sieht das gut aus? 6 und 6. Ja, das sieht gut aus. Wir werden hier weiß nochmal abziehen. Und damit unsere Linie betanken. Weiterhin werden wir als Kreisförderer uns hier, so wie machen wir das? Wir machen das mal so, uns weitere Kreise rausziehen. So, so. Das hauen wir mal hier rein, das hauen wir zurück und so. Upsala, da waren wir etwas zu voreilig. Das hat uns auch den Tunnel. Nee. Den Tunnel hat es nicht zerwirkt, aber so. Was bedeutet? Hier kriegen wir schon den weißen Kreis. Sehr schön. Lila. Lila bekommen wir hier. Es stockt. Hier haben wir quasi 8, 4, also wir haben hier 6 Elemente pro Sekunde zu viel. Wir können aber so eine Färberlinie tatsächlich noch nebendran bauen. Das heißt, wir kriegen Lila. Lila ist kein Problem. Schauen wir uns jetzt nochmal das Mühlenrad an. Das Mühlenrad bosseln wir hier zusammen, beziehungsweise wir fördern es, schneiden es auseinander. Drehen es und fügen es jetzt hier wieder zusammen. 12, 4, 10, 3. Das heißt, wir müssen hier, ich würde die jetzt hier rausziehen wollen, dass wir hier quasi neue Mühlenräder produzieren, sie hier färben. Die Farbe kommt von links. Dann werfen wir sie hoch und werden alles etwa hier oder hier zusammenfügen. Und damit können wir unsere Mischer und Färber beschleunigen. Das machen wir. Und zwar in der nächsten Runde von Shapes.io. Bis dahin wünsche ich euch einen fantastischen Tag. Macht was draus. Habt Spaß. Bis dann und ciao.